uns Kinder. Aber er muss bis Langenwiesen laufen. Sie liefen, so liefen wir bis Langenwiesen. Ja, dort kaufte meine Mutter die Fahrkarten nach Ilmenau. Zurück ging es dann erst ab Grenzraum mit der Bahn. Das hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir das zu besonderen Zeiten wiederholen. Wenn wir von Gehren nach Ilmenau mit der Bahn fuhren, hatte unsere Mutter immer alle Hände voll zu tun, um uns vier Kinder fertig zu machen. So kam es regelmäßig vor, dass wir Kinder vorausgeschickt wurden, um den Schaffner zu finden. Ich mach's wieder aus. Ich nehme gerade auf. Etwas warten. Unsere Mutter kommt gleich. Doch einmal war der Schaffner so. Ja, wollt ihr es jetzt hören oder nicht? Ich nehme es mal auf. Wenn wir von Gehren nach Ilmenau mit der Bahn fuhren, ach, das hast du schon gehört, oder? Nee, also von Gehren nach Ilmenau mit der Bahn fuhren, hatte unsere Mutter immer alle Hände voll zu tun, um uns Kinder fertig zu machen. So kam es regelmäßig vor, dass wir Kinder vorausgeschickt wurden, um den Schaffner zu bitten, er möchte noch etwas warten, unsere Mutter kommt gleich. Doch einmal war der Schaffner so böse. Meine Mutter muss morgens noch die Ziegen melden und schickte mich mal wieder vor. Als ich in die Haltestelle ankam, war der Zug wie immer schon bereit zur Abfahrt. Der Schaffner stand auf dem Trittbett mit der Pfeife im Mund und wusste schon, was ich wollte. Ich sagte zu ihm, meine Mutter kindlich, ich muss euch die Zähren malken. Da brüllte er, das kann ich nicht immer machen, wie du denkst. Ich sagte, eher aufstehen. Das hat mich so verängstigt, dass ich nicht mehr vorausgegangen bin und auf meine Mutter gewartet habe, bis sie fertig waren. An den Bahnschienen Richtung Langenwiesen hatten wir Felder und Wiesen. Wenn die Zeit als Heumache kam, ja, seid ihr immer noch nicht ruhig. Oder die Kartoffelernte stand an und es war Freitag, denn freitags war Montag. Und unser Vater saß im Zug. Das war auch für uns ein besonderer Tag. Denn wir wussten genau, wenn der Zug vorbeikommt, schaut unser Vater aus dem Fenster und wirft uns Bonbons oder andere Leckereien heraus. Übrigens hat er das auch so mit seinen Enkeln gemacht. 1943 wurde ich eingezogen zur Wehrmacht, in die OT. In Italien wurde ich durch Tieflieger schwer verwundet, sodass meine Eltern und Geschwister lange keine Nachricht von mir erhielten. Ein Soldat aus der Gegend lag mit mir im Lazarett. Er wurde vor mir entlassen. Ich bat ihn, meine Angehörigen, mit für die zweite Seite. Entschuldigung, könnt ihr mir noch mal verzeihen? Die Nachricht zu, ach so, der musste die Nachricht überbringen, dass es mir besser ging und ich bald nach Hause kommen würde. Wieder schaute meine Schwester Elli jeden Tag aus dem Fenster an der Hofseite zur Karl-Marien-Straße, ob ich von der Haltestelle komme. Und eines Tages brachte mich meine Backsteinspäne nach Hause. Das war eine Freude. Als ich in Ilmenau in meine geliebte Bahn stieg und die Schaffnerin mich sah, sagte sie, ah, du bist doch der Jahres Käthe, viele Elli, was schon auf dich? Das war die Elfriede Kühn. Es war mir peinlich, ja. Denn ich sah aus, als ich von Verona aus dem Lazarett lag, wurden mir persönliche Sachen wie Kleid und alles gestohlen. Dieses Kleid trug ich die ganze Fahrt von Italien bis nach Hause. Es war nicht nur schmutzig durch meine schwere Verwundung, auch noch blutverschmiert. So, was?